Das ist der YouTube-Kanal von Sam Samers. Wenn ihr wollt, guckt euch einfach ein paar Videos an. Hallo liebe Freunde und willkommen zu Detektiv Conan, The Legendary Treasure of Strange Rock Island, was ein ziemlich langer Titel ist. Ich hoffe, ihr habt alle eure Maske auf und es liegt kein Stroh rum. Und dann können wir dieses Spiel eigentlich beginnen. Es ist der Nachfolger von The Mechanical Temple Murder Case, auch erschienen damals auf dem, wie ihr sehen könnt, Game Boy Color. Das heißt, wie ihr sehen könnt, es ist pixelig und es hat Farbe. Es wird wahrscheinlich der Game Boy Color sein. Und ich weiß nicht, was mich erwarten wird. Ich habe dieses Spiel auch noch nie gespielt. Es ist auch auf Englisch. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das mit meinem schlechten Englisch. Aber ihr seid es ja schon aus The Mechanical Temple Murder Case gewohnt. Beziehungsweise, wenn euch das jetzt nichts sagt, The Mechanical Temple Murder Case, dann solltet ihr diese Reihe zu dem Spiel zuerst gucken. Und ich werde euch das in der Videobeschreibung oben verlinken mit der Playlist zu The Mechanical Temple Murder Case und mit der ersten Folge von The Mechanical Temple Murder Case. Auch ein Zungenbrecher. Sagt das drei miteinander. Es geht los mit Legendary Treasure of Strange Rock Island. Loose Password. Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich hätten wir ein Passwort aus dem letzten Spiel halten können. Das ist wirklich ein Fernbildungsplatz. Das heißt Remote. Ferner Ort? Ich habe keine Ahnung. Nicht wahr? Ich frage mich, ob es hier irgendetwas Leckeres gibt. Conan, ich hoffe, hier gibt es irgendwo einen Ort zum Entspannen. Hey, das ist nicht so eine Art von Ausflug. Ran. Hat dieser Ort vielleicht irgendwelche schnuckligen Kerle? Oder heißen Kerle? Niemand ist hierher gekommen, um sich die Gegend anzuschauen. Hat sie mich da auch mit eingeschlossen? Gott, diese Kinder haben echt keine Selbstbeherrschung. Aber bist du nicht im Reisemodus, Paps? Du warst so aufgeregt letzte Nacht, dass du gar nicht schlafen konntest. Jeder hier ist so sorgfrei, so sorgenlos. Die Wahrheit ist, dass wir auf diese Insel gekommen sind im japanischen See für einen Fall, im japanischen Meer. Ah, hier ist sie, Miki, hier lang. Ja, sieht's aus, als hättet ihr es rechtzeitig hergeschafft. Das ist ihre Klassenfreundin an der Tatern-Oberschule, Miki Togawa. Wie versprochen, habe ich meinen Vater auch mitgebracht. Hallo, Miss. Ich bin Kogoro Mori. Es ist Zeit. Dieses Mal machen wir einen Ausflug, um das Geheimnis hinter ihrem, um das Mysterium hinter ihrem Familiengeheimnis zu lüften. Da ich bereits hier bin, können sie sich entspannen und alles mir überlassen. Einem Experten, ne? Ich freue mich schon darauf, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Das ist meine Schwester Satomi Togawa. Schön, euch kennenzulernen. Danke, dass ihr das alles tut. Aha, ich gehe davon aus, mit einem Passwort hätte man sich diese komischen Dialoge erspart, wenn man dann den Vorgänger gespielt hat. Und dementsprechend einfach so, ja, hi, schön euch wiederzusehen und nicht erstmal vorstellen. Was? Gar kein Problem. So, was ist also dieses Mal los? Das ist eigentlich, als wir unser Haus aufgeräumt haben, haben wir etwas gefunden. Etwas? Ja, das hier. Eine goldene Statue. Die sieht sehr teuer aus. Ja, okay, das ist Quatsch. Wir wissen, wo die goldene Statue herkommt. Aus dem Mechanical Temple Murder Case haben wir sie nämlich das letzte Mal gefunden. Da wurde nämlich die nette Dame, die wir hier sehen, entführt und eingesperrt. Also ich gehe wirklich davon aus, dass das jetzt ein Anfang ist,
tatsächlich für Leute, die den Vorgänger nicht gespielt haben. Darum seid ihr hier jetzt auch nicht ganz unrichtig. Aber ich spoilere euch gerade dann. Also vergesst es. Ja, die haben wir versteckt gefunden. Sie sieht sehr wertvoll aus, aber wir haben gar nicht gewusst, dass sie existierte bis jetzt. Wir haben beide unsere Eltern verloren, als wir sehr jung waren. Und es gibt sonst keinen, den wir kennen, den wir über diese Statue ausfragen könnten. Oder wo diese Statue hergekommen ist. Habt ihr nach irgendwelchen Hinweisen gesucht? Da sie lange tot sind, haben wir keine Ahnung, wo wir anfangen sollen zu suchen. Alles, was wir wissen, ist, dass unsere Mutter, als sie noch jung war, sehr wohlhabend war und von dieser Insel gekommen ist. Wir denken, dass unsere Mutter irgendwie weggelaufen ist von der Insel, als sie unseren Vater geheiratet hat. Wahrscheinlich hat der Familienbutler sich auch sehr um sie gesorgt. Er hat angefangen, ihr Briefe zu schreiben. Wir haben einen Stapel davon mit der Statue zusammengefunden. Das war unser einziger Hinweis, also haben wir einen Brief auf die Absenderadresse geschickt, der auf dem Umschlag stand. Und dann, was ist passiert? Wir haben eine Antwort bekommen. Die Statue ist sehr wertvoll. Unsere Familie hat eine lange Geschichte, die sie damit verbindet. Es sieht so aus, dass die Statue ein wichtiges Geheimnis beherbergt. Ein Geheimnis? Ja, eigentlich ist diese goldene Statue nicht die einzige. Es gibt noch eine andere Statue wie diese auf dieser Insel. Es gibt eine Legende, die besagt, dass wenn die beiden Statuen zusammengebracht werden, sie als Schlüssel für eine geheime Tür fungieren. Eine geheime Tür. Also, was ist mit dem Typen, der euch geantwortet hat? Wir wollten ihn eigentlich hier treffen. Hier am Station Gates Bahnhof? Hafen? Sind Sie vielleicht Frau Satomi und Frau Miki? Lady? Frau? Ja, Sie sind derjenige, der den Brief geschrieben hat. Ich bin Takamura. Bin gekommen, um Sie abzuholen. Wer sind all diese Leute? Ich bin Ayumi Yashida. Ich bin Genta Kojima. Mein Name ist Mitsuhiko Tsuburaya. Ich bin Mikis Freundin, Hanmori. Bitte entschuldigen Sie mich, als ich gesagt habe, dass wir kommen, dass wir zu der Insel kommen im japanischen Meer. Wollt hier jeder mitkommen? Ich bin Kogoromori. Ich muss mich entschuldigen, wenn die Kinder ein Problem darstellen sollten. Ach, machen Sie sich keine Sorgen. Es gibt genug Platz auf dieser Insel für jeden. Es gibt hier nicht viel zu tun, aber ich hoffe, Sie können sich entspannen. Wir sind sehr dankbar. Wow, das ist das Meer. Das Meer! Ich bin froh, dass es so ein ruhiger Ort ist. Das könnte ein Problem sein für die jungen Leute. Diese Fähre ist der einzige Kontakt, den wir auf der Insel halten können. Und sie geht nur zweimal die Woche zum Festland. Hey, Onkel. Woher kennen Sie Satomi? Das tue ich nicht. Heute ist unser erstes Treffen. Shimamura ist ihre Mutter. Ist der Familienname ihrer Mutter. Sie haben auf dieser Insel gewohnt bis zum Edo-Zeitalter.
damals waren sie eine sehr mächtige Familie. Unsere Familie? Mein Vater hat der Familie als Butler gedient. Und dann habe ich diese Position letztes Jahr übernommen. Meine Vorfahren waren sehr eng verbunden mit der Familie, über viele Generationen. Huh? Mein Brief wurde also zu dem vorherigen Butler gesendet. Und er hat... That is to say, it was sent to Takamuras. Ach so, es wurde also zu Takamuras Vater geschickt. Dann hat Takamura den Brief gesehen und hat geantwortet. Mein Vater ist vor einer langen Zeit gestorben. Wie auch immer. Es hat mich wirklich sehr überrascht. Ich kenne die Umstände des Todes ihrer Mutter nicht. Als ich ihren Brief gefunden habe, mitten aus dem Nichts. Hey, ich kann die Insel sehen. Das ist aber wirklich eine kleine Insel. Fühlt sich nicht so, als hätten wir einen privaten Strand. Sonoko. Schau mal, da ist ein Schloss auf der Inselspitze, Inselkrone. Das ist kein Schloss. Das ist das Anwesen der Shimamuras. Shimamuras? Ich frag mich, ob unser Geheimnis wirklich auf so einer ruhigen Insel versteckt liegt. Ankunft auf der Insel. Puh, endlich sind wir da. So, das ist also die Insel, auf der unsere Mutter geboren wurde. Wie ist der Name dieser Insel? Sie wird Strange Rock Island genannt. Ich führe euch zu dem Anwesen der Shimamuras auf dem Gipfel des Bergs. Hey, Sie sind zurück, Herr Takamura. Oh, danke, dass Sie hierher gekommen sind, um uns zu empfangen. Wir haben Sie erwartet, Satomi und Miki, und das sind Mikis Freunde. Ich bin Kunio Shimamura. Ich bin verwandt mit Satomi und Miki. Ich bin Kyoko Nakamachi. Ich arbeite in der Stadthalle und habe auch das Privileg, den Shimamuras zu helfen im Haushalt. Wenn es irgendwas gibt, das ihr wissen wollt über die Insel, dann haltet euch nicht zurück und fragt mich. Ich hoffe, wir stören sie nicht mit so einer großen Gruppe an Leuten. Ach, kein bisschen. Das ist eine sehr verlassene Insel oder einsame Insel. Eine größere Menschengruppe wird die Sachen hier bestimmt beleben. Ich wünsche euch alle herzlich willkommen. Na gut. Ohne weitere Verzögerung, lasst uns zum Anwesen gehen. Ah, warte. Wir haben noch ein bisschen Essen, oder müssen noch ein bisschen Essen kaufen fürs Abendessen heute. Wart eine Minute. Haben wir nicht schon genug Essen im Anwesen? Ach, nicht mehr. Selbst wenn Miyata der Einzige ist, der bleibt, sieht es mal auch so aus, dass wir schnell die Vorräte aufgebraucht haben. Ah, ich verstehe. Bitte kümmern Sie sich um das Abendessen heute, Kyoko. Selbst wenn Miyata bereit ist, ist das nur eine Person. Wenn wir Gäste haben, braucht er wohl eine helfende Hand. Nun, ich werde auch gehen. Ich liebe es zu shoppen und die Leute kennenzulernen. Wir kommen auch mit.
Gibt es einen Ort auf dieser Insel, wo wir Snacks kaufen können? Ja, es gibt einen Laden auf der anderen Seite der Stadt. Wollen wir gehen? Lass uns gehen. Oh, beautiful. Oh, ja, stimmt. Ich habe das fast vergessen mit der Grafik. Der Conning genauso groß ist wie Sonoko. Aber ich meine, die haben sie ganz gut getroffen. Seht euch das mal an. Oh Gott. Also von der Seite die kleine Pixelfigur dort. Na gut, ran. Wir gehen und kaufen fürs Abendessen. Also passt du auf die Kids auf. Geht und schaut euch ruhig hier am Hafen um. Wenn ihr weitergeht, könntet ihr vielleicht euch verlaufen. Ich hoffe, das wird okay sein. Die Kinder sehen sehr aufgekratzt aus. Kein Problem. Han hat ein Auge auf sie. Hey, wir verursachen doch gar nicht so viele Probleme, oder? Okay, wir sind bald zurück. Seid brav, Kinder. Bitte wirf ein Auge auf sie, Herr Takamura. Sicherlich. Macht euch keine Sorgen. Wir kommen klar. Passt auf euch auf. Okay, auf geht's. Zum dritten Mal auf geht's. Alles klärchen. So, na gut. Ich habe jetzt ein bisschen Zeit, während wir warten. Also kann ich mich hier mal ein bisschen umsehen. Ja, exakt. Also dieses schöne Spiel spielt auf einer Insel. Und es wird wahrscheinlich wieder so sein. Huch. Off-limits is empty. Okay. Und es wird wahrscheinlich wieder so sein, dass wir in verschiedene Rollen schlüpfen müssen, um diesen Fall aufzuklären, der sich ja noch gar nicht uns offenbart hat in seiner vollen Gänze. Jeder sieht so glücklich aus, oder? Aber wenn wir nicht aufpassen, könnte sich noch jemand verlaufen. Ja. Hey, ihr alle. Versucht euch zu beruhigen, okay? Oh, Conan. Schau mal, das ist das Meer. Das Meer. Wenn es warmer wird, können wir darin schwimmen. Das japanische Meer hat wirklich einige wilde Wellen. Es ist echt unmöglich, hier zu schwimmen. Hast du das Anwesen gesehen? Auf der Spitze des Bergs? Sieht aus wie ein Schloss. Oh, es wird so wunderschön sein. Es wäre echt schön, wenn wir dort Halt machen könnten. Die tun so, als wäre es hier ein Klassenausflug. Ja. Genau. Dieser Fall hat sich noch nicht in voller Gänze uns offenbart. Das habe ich vorhin angeschnitten. Und wir wissen jetzt, wo wir gelandet sind, auf einer schönen kleinen Insel mit einem Anwesen. Und es gibt einen Butler. Immer sehr verdächtig. Und mindestens zwei Leute, die wir schon getroffen haben, die im Anwesen arbeiten. Und es wurde noch eine dritte Person erwähnt, die noch nicht aufgetaucht ist. Auch immer sehr verdächtig. Und ich will nicht so viel einmal sagen. Wenn euch das angeteased hat, oder euch zunächst angeteased hat für The Mechanical Temple Murder Case, weil ihr das noch nicht gesehen habt, dann schaltet gerne das nächste Mal wieder rein oder holt die Folgen nach. Beim nächsten Mal werden wir uns dann hier genauer umsehen und gucken, ob dieses Geheimnis und dieser Fall langsam an Fahrt aufnehmen können. Bis dahin, ciao und immer schön gesund und frisch bleiben und so. Halt! Ich habe natürlich noch was vergessen. Wenn ihr jetzt schon abgeschaltet habt, dann verpasst ihr noch das Beste. Und zwar der Eintrag im Lexikon der Meisterdetektive von Gosho Aoyama. Mensch. Das kann ich doch nicht einfach vergessen. Der heutige Eintrag, ohne dass ich es am Anfang des Videos gesagt habe, ist Pater Brown. Wer dieses Konzept noch nicht kennt mit dem Meisterdetektiv, auch zack, The Mechanical Temple Murder Case gucken, dann versteht ihr. Detektive gibt es ja wahrlich viele und eine Untersparte bilden sonderlich jene, denen man ihren Job aufgrund frappierend irritierenden Äußerlichkeiten erstmal gar nicht ansieht.
Und der bemerkenswerteste aus diesen Reihen ist zweifelsohne Pater Brown. Erdacht hat ihn sich ein Autor namens Gilbert Keith Chesterton und an seinem äußeren Stechen einem erstmal seine kleine, untersetzte Figur sowie sein leicht ausdrucksloser Schlafzimmerblick ins Auge. Seinen über alles geliebten Regenschirm vergisst er auch bei allen unpassenden Gelegenheiten oder verliert ihn gar zeitweilig. Kurzum, so stellt man sich einen leicht weltfremden Dorfpfarrer vor, und diesem Klischee entspricht er oberflächlich voll und ganz. Doch am Tatort mag er zwar etwas unbedarft wirkend auf- und spazieren, seinem messerscharfen Blick fürs Detail entgeht aber rein gar nichts. Und das Verhalten eines Täters durchschaut er im Nu. Meist hat er mit seinen genialen und auf Eingebungen des Himmels zu beruhen scheinenden Schlussfolgerungen bereits einen Fall gelöst, bevor die Umstehenden überhaupt ihre staunenden Münder wieder zumachen können. Doch es darf nicht vergessen werden, dass er hauptberuflich nach wie vor ein katholischer Priester ist. Und das führt manchmal sogar dazu, dass er einen Täter bekehrt, um ihn daraufhin laufen zu lassen. Einer dieser bekehrten Täter ist Flambeau, der zu seinem verlässlichsten Freund wurde. Vormals ein Meisterdieb, jetzt ein solider und geläuterter Bürger. Sogar ein Detektivbüro hat er gut aufgemacht. Manche Täter können von Glück reden, auf Pater Brown getroffen zu sein. Letzter Satz natürlich wieder eine Anmerkung von Gosho Aoyama.